Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man bei einem Oldtimer die Zündung einstellt. Bei Oldtimern macht man das noch. Die modernen Autos, die haben OT-Geber, Elektronik, die machen das eigentlich alles automatisch. Der Oldtimer macht das nicht automatisch, da musst du noch die Zündung einstellen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Bevor wir aber in die Praxis einsteigen, hier noch ein bisschen Theorie. Ich habe für euch einen kleinen Modellmotor gebastelt. Hier seht ihr den Kolben, Pleuelstamme, Kurbelwelle, Einlassventil, Auslassventil und hier habe ich eine Einspritzpumpe gebaut, eine mechanische Einspritzpumpe. Die Eltern von uns kennen das noch. Gab es früher im BMW 2002 TII oder im Ford KPRS eine sogenannte Kugelfischer-Einspritzpumpe. Was uns aber interessiert, sind hier die roten Leitungen. Das ist unsere Zündanlage, hier eine Zündspule, Zündleitung, Zündkerze und hier, das ist unser Geber für die Zündung und hier, das ist der Noppen oder das Gegenteil von dem Hallgeber. Wenn er hier vorbeikommt, dann wird ein Zündimpuls ausgelöst. Weiter interessant für uns ist das Blaue, hier die OT-Markierung, sehen wir hier den blauen Punkt. Wir sehen auch hier die Markierung gegenüberstehend von der Einlassnockenwelle und von der Auslassnockenwelle und von der Einspritzpumpe. Hier müssen die Kerben übereinander stehen, damit die Steuerzeiten alle stimmen. Hier, dies soll unsere Zündzeitpumpenpistole sein. Wenn das ganze System gleich läuft, dreht sich das hier rum. Wir haben eine Zündung pro Umdrehung. Das ist bei Automotoren in der Regel anders. Der Verteiler sitzt dort auf einer extra Welle und dreht nur mit halber Drehzahl, so wie die Nockenwellen. Hier ist das so ähnlich, wie es bei Motorrädern ist. Dort ist die Nocke direkt auf der Kurbelwelle und pro Umdrehung wird gezündet. Wir schauen uns das gleich einmal alles an. Dieses hier soll unsere Zündzeitpumpenpistole sein und immer, wenn ein Zündimpuls kommt vom ersten Zylinder, blitzt uns hier die Zündzeitpumpenpistole hin. Das gucken wir uns nachher im echten Leben auch nochmal an. Jetzt werfe ich mal hier den Motor an, damit ihr seht, wie das funktioniert. Wir stehen jetzt hier im oberen Totpunkt. Kolben ist ganz oben. Der geht jetzt gleich runter. Das wäre der Arbeitstakt. Wir fangen jetzt mal an und gucken uns die Takte an. Kolben geht runter, geht wieder hoch, drückt die Abgase raus, saugt Frischgase an, komprimiert und zündet jetzt gleich mit Kraft runter. Wieder hoch, Abgase raus, Frischgase rein, komprimieren und gleich hier, wenn die Pistole aufleuchtet, dann zündet er immer. Hier müssen wir genau gucken, wenn die Zündzeitpumpenpistole hier in den Blitz schießt und dann muss er genau auf den Markierungen stehen. Das sind diese 8 Grad VOT, die wir bei dem Suzuki haben. Lass uns nochmal durchlaufen und jedes Mal, wenn er zündet, blitzt die Pistole auf. Ich halte gleich nochmal an, das muss etwas besser sehen. So, hier angehalten, ihr seht jetzt, hier blitzt die Pistole auf. Und dann muss die Markierung genau übereinander stehen. Tut sie das nicht, verschieben wir hier den Geber. In unserem Fall verdrehen wir dafür den Zündverteiler. Es muss so sein, dass diese Markierung hier, die blaue, genau übereinander steht, wenn der Blitz aufleuchtet. Tut sie das nicht, verdrehen wir den Verteiler. An dem Verteiler ist eine Schraube, die lösen wir, das ist eine 12er Schraube, leicht gelöst. Und dann verdrehen wir den Zündverteiler, bis die Markierung genau übereinander steht. Ich lasse hier die Animation nochmal laufen. Jetzt zündet er wieder und gleich hier gleich nochmal. Sehen wir, wenn es hier aufblitzt. Und dann müssen die Kerben genau übereinander stehen. Und das stellen wir gleich an dem Motor in echt ein. Hier noch ein bisschen Theorie. Wie wir ja sehen, ist der Zündzeitpunkt vor dem oberen Totpunkt. Und das muss auch so sein. Wie ihr seht, er zündet jetzt. Und wir sind eben diese 8 Grad vor OT. Das liegt einfach daran, wenn jetzt hier die Zündung kommt, dann braucht das Gemisch eine gewisse Zeit, bis sie den vollen Flammendruck, Explosionsdruck aufbaut. In der Zeit geht der Kolben über den oberen Totpunkt hinaus und bewegt sich ja wieder runter und dann hat unser Gemisch in der Verbrennung die volle Kraft. Deswegen ist die Zündung vor dem oberen Totpunkt.
Die Motoren haben eine Fliehkraftverstellung. Das bedeutet, desto höher die Drehzahl ist, desto mehr wandert hier dieser Zündzeitpunkt nach vorne, vor OT. Das liegt einfach daran, der Motor dreht ja schneller, aber die Zeit, die die Verbrennung braucht, um sich richtig auszudehnen, bleibt ja gleich. Deswegen muss früher gezündet werden, weil die Zeit, die an der Kolben bei höherer Drehzahl hat, ja kürzer ist, bis er über den oberen Todpunkt geht. Also höhere Drehzahl, höheren Wert der Zündung vor OT. Also im Standgas 8 Grad vor OT und bei höheren Drehzahlen haben wir teilweise 20 Grad und mehr vor dem oberen Todpunkt. So viel zur Theorie und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Wenn wir die Zündung einstellen wollen, brauchen wir als erstes solch eine Zündeinstellpistole. Das ist eine Stroboskoplampe, die wird angeklemmt einmal an Plus Minus, an die Batterie und mit einem Abnehmer. Und mit solch einem Abnehmer gehen wir an das erste Zündkabel. Zu der Stroboskoplampe geht diese Klemme an den ersten Zylinder, geht hier dran, dann nimmt das Signal ab und an der Batterie gehen wir mit der Stroboskoplampe an Plus und Minus, das braucht er für die eigene Versorgung. Sobald jetzt der erste Zylinder einen Zündfunken bekommt, erzeugt diese Lampe einen Blitz hier vorne und damit leuchten wir vorne auf die Riemenscheibe, da sind Markierungen dran und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Hier schauen wir jetzt auf den Keilriemen, hier ist die Keilriemenscheibe und hier vorne an der Abdeckung sind Markierungen. Eine Markierung, die vorderste, ist obere Todpunkt, OT, und dann kommt eine Gradeinzahl. Damit man die relevanten Punkte besser sieht, nehme ich einen Markierungsstift, hier so ein Edding, und markiere mir damit hier die Markierung, OT einmal, und hier 8 Grad vor OT, das ist der Zündpunkt laut Handbuch, müssen wir auf 8 Grad davor. Hier an der Keilriemenscheibe wiederum ist auch eine Markierung für den oberen Todpunkt. Die drehen wir uns passend, indem wir einen Gang einlegen und das Fahrzeug langsam schieben. Jetzt seht ihr hier die Markierung, das ist die OT-Markierung, auch die habe ich mit einem Edding markiert. Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn er da steht, wenn genau hier, das ist 10 Grad, 8 Grad, plus minus soll er haben. Also an dieser Stelle müsste der Blitz aufleuchten. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Dafür wird der Verteiler noch gelöst. Um die Zündung einzustellen, verdrehen wir hier den Verteiler. Dazu wird diese Schraube gelöst. Man macht sich am besten vorher eine Markierung, wie er vorher stand. Dann ist hier eine Unterdruckdose. Wenn da ein Schlauch ist, den ziehen wir ab. Habe ich hier abgezogen. Das ist eine Unterdruckverstellung. Der Zündzeitpunkt wird im Standgas eingestellt ohne Unterdruck drauf. Werte im Buch abzulesen, hier beim Suzuki 8 Grad vor OT. Also hier aufdrehen, Stroboskoplampe unten dran, einstellen, wieder festziehen, Schlauch drauf. Der Blitz von dem Stroboskop muss genau in dem Moment aufblitzen, wenn die Kerbe von der Keilriemenscheibe über der Markierung, die wir uns gemacht haben, steht. Dann haben wir den richtigen Zündzeitpunkt. Wir lassen jetzt den Motor laufen. Wie ihr seht, die Keilriemenscheibe dreht sich. Mit dem Stroboskop blitzen wir oben auf die Oberkante von der Keilriemenscheibe, dort wo die Markierung an dem Steuergehäuse sitzt. Dort haben wir ja unsere OT-Markierung und die Markierung 8 Grad vor OT. Sobald ein Zündimpuls auf die erste Zündkerze kommt, wird durch das Strobo ein Blitz ausgelöst. In Wirklichkeit sieht das viel besser aus. Dann durch das Blitzen bleibt genau die Markierung übereinander stehen. Dann seht ihr genau, wo die Markierungen sind. Stimmen die Markierungen nicht überein, dann verdreht ihr den Zündverteiler. Den Zündverteiler hatten wir ja gelöst und dadurch können wir ihn verdrehen. Durch das Verdrehen sehen wir, wie sich diese Markierung verschiebt. Wenn die Markierungen genau übereinander stehen, dann haben wir den richtigen Zündzeitpunkt erreicht und dann schrauben wir den Zündverteiler fest. Wenn wir mehr Gas geben, wandert der Zündzeitpunkt weiter auf Richtung vor OT. Das hatte ich euch ja in dem Theoriebeispiel erläutert. Damit könnt ihr dann testen, ob die Frühverstellung auch funktioniert.
Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie man die Zündung einstellt bei so einem Oldtimer. Das ist relativ schnell gemacht. Ihr sucht euch die OT-Markierung auf der Keilriemenscheibe, dann am Gegenstück eine Markierung. Meistens ist da schon die richtige Zahl eingetragen, die man so braucht. In der Regel sind es ungefähr 8 Grad vor OT. Das wird gemessen im Standgas ohne Unterdruckschläuche dran, also Schläuche abmachen, Fahrzeug im Standgas hinstellen, Zündung einstellen. Danach muss man dann im Zweifelsfall das Standgas wieder ein bisschen einstellen. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Hier findet ihr die Links zu diesen Videos, da das Abo zu meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschauen würdet. Bis dahin, ciao, euer Dino.